Ja, komm, 3 Minuten. Kriegen wir eigentlich hin. So, natürlich. Weiter geht's mit Dayland. Timer starten. Timer. Hallo Gießen, danke. So, das können wir natürlich auch gießen, aber ich würde sagen, das soll der Regen machen. Okay, die Beeren passt. So, nehme ich noch Ankbeeren. Oh, du bist auch so gekommen. Oder habe ich... Ah, nee, ich habe dich gerufen. Genau, da war ja was. Die Samen wachsen bereits. Fantastisch. Bald wird er zu einer Blume, die du ausgraben und dahin verpflanzen kannst, wo du willst. Blumen können nicht sterben. Du kannst deinen Garten mit ihnen schmücken oder sie anderen Menschen schenken. Hast du schlechte Träume, Arko? Manchmal habe ich Albträume. Eine Stimme spricht zu mir. Wer ist das? Es ist die Stimme des Schattens. Du darfst ihr nicht zuhören. Sie versucht dich zu verwirren, um dir Angst zu machen. Angst kann sehr gefährlich sein, besonders für magische Wesen wie uns. Angst kann die allerschlimmsten Monster erschaffen. Schau, mein Anhänger leuchtet. Monster! Oh, fleischfressende Pflanzen. Ja genau, die sagt uns jetzt genau, was Grund ist. Warte mal, kann ich nicht einfach hier? Ich meine, der ist nicht in der Nähe von irgendwelchen Sachen. Oh ja, das ist gut. So, da muss ich aber mal gucken. Die erklärt uns jetzt den Grund, warum es hier Angriffe gibt. So, wo habe ich denn die Magie? Da ist der nächste. Ja, komm, einmal noch. Dann ist der Kies gegessen. Diese Monster kommen nicht aus dem Nichts. Sie werden aus dem Kristall geboren, der von deinen Ängsten, der ist von deinen Ängsten angelockt. Das wusste ich nicht. Die ganze Zeit schon. All diese Angriffe. Ich habe sie ausgelöst. Sie entstehen aus deinen Ängsten. Magie ist eine Kunst, die nur schwer zu beherrschen ist. Manchmal führt sie zu unerwarteten Ergebnissen. Wie kann ich das verhindern? Ich bringe dir ein Gebet bei. Es wird dir helfen, Frieden in dein Herz zu bringen und die Angst zu schwächen. Es wird dich beschützen, aber die Wirkung dauert nicht ewig an. Was muss ich tun? Du brauchst eine Kerze und ein paar Blautropfenblumen. Nimm sie mit zum Kristallaltar und sprich ein Schutzgebet. Kristall, gib mir deinen Schutz. Halte meine Ängste in Schach. Lasse die bösen Träume verblassen und meine Monster ruhen. Alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Genau, so läuft das. Das hat auch, jetzt wissen wir auch, wofür der Kristallaltar gut ist. Und das Level des Kristallaltars wird geleitet von, genau, der macht halt die Dauer von dem ganzen Kram. So, 3 Blumentöpfe sollten ausreichen. Auf jeden Fall 1 Aubergine. Dann haben wir die auch schon mal. Ja, machen wir noch 2-mal Weizen. Das brauche ich am meisten. Weil ich wieder Stroh brauche. Mache ich mal 5-mal Stroh. Das muss 15 Weizen. Ich glaube, Weizen ist eine Sache, da sollte ich echt mal farmen. Sollte ich wirklich mal ein halbes Stündchen nur Weizen anbauen. So, wir können jetzt hier beten. Wir brauchen noch 3 Blautropfen und eine Kerze. Die Frage ist, können wir die Kerze selbst herstellen? Wahrscheinlich nicht, aber ich weiß, dass der Locke die verkauft. Das ist, glaube ich, ein Bug. Weil bis jetzt war alles, was wir brauchten, konnten wir uns theoretisch auch selbst bauen. Goliath! Mit dir muss ich nochmal sprechen, du Lümmel. Ich sehe ein paar Steine aus der Mine, danke. Goliath, ich weiß, dass du die Schafe der Ank gestohlen hast. Na und? Ich lasse nicht zu, dass du damit durchkommst. Kämpfen wir. Beruhig dich, immer mit der Ruhe. Wenn es so dramatisch ist, bringe ich es zurück. Oh. Okay, das geht auch ohne. Siehst du, der Goliath ist jetzt nicht ganz so...
Nicht ganz so ein Arsch. Er ist eigentlich ein ganz lieber Kerl. So, okay, das läuft, das läuft, das läuft. Das Hütchen wächst auch ohne mein Beitun. Das ist wunderbar. Dann lasse ich das die Natur selbst machen. Wenn sie dann halt kurz vorm Platzen sind, gebe ich den finalen Gnadenstoß. Und dann läuft das. So, ich kann jetzt wieder auch in die Mine gehen. Muss natürlich noch was essen vorher. Kleiner Arco hat Hunger. Das passt doch wunderbar. Supi! Wunderbar, wunderbar. Oh, wie schön ist es auf der Welt zu sein, sagt das Igelstuhl dem Stachelschwein. Dann schießt das Jägerlein. Schön war es auf der Welt zu sein. So, da kommt von jedem noch eine Sache, dann ist er... So, das habe ich jetzt endlich. Das ist auch fertig. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Silber. Da kann ich jetzt eh in die Mine gehen. Das ist ganz gut. Und dann kann ich zu den Angst rüber huschen, nachdem ich danach nochmal pennen war. Weil meine Energieleiste, die blaue, ist ein bisschen... Was ich schade finde, dass man nicht so viel, dass man so wenig aus dem Spiel macht. Sorry Leute, wenn das jetzt ein bisschen nervig ist, aber ich persönlich fände so ein Koop eigentlich richtig geil, wenn man dafür im Gegenzug zum Beispiel, wie heißt's, viel bessere, einen viel größeren Planeten hat. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre ultramäßig genial. So einfach so einen Planeten, so doppelt so groß oder dreifach so groß und, dafür dann mit mehreren Leuten. Ich glaube, das wäre ein richtig lustiges Spiel. Wäre zwar natürlich jetzt nicht die Action oder so, jetzt wie Cucknight oder... Ah, ich mag Fortnite nicht. Das ist so ein Kinderspiel. Das ist auch nur so populär, weil es kostenlos ist. Oder halt andere Spiele. Aber das wäre ein richtig schönes, ja, so wie Farm Together halt, nur dass es halt wirklich dann größer wird. So, ich habe jetzt wieder Silber gefunden, das ist ganz gut. Werkstatt, natürlich mache ich so viel Silber, wie es geht. Oh, 4 Silberbarren. Oh, das war richtig gut. Super, weißt du was, dann mache ich das so, die Hacke habe ich jetzt. Was für eine leichte Hacke. Damit kann ich meine Felder schneller bestellen. Super. Ja, das geht doch wunderbar. So. Ich glaube, hier brauche ich keine Farmrunde mehr zu machen. Wenn ich einfach auf meine Sachen achte, dann sollte das so gehen. Warte mal, das habe ich. Das habe ich. Okay. Weißt du was? Dann rufe ich die Moon. Ne? Gehe ich nochmal eine Runde pennen. Die Zeit bleibt ja nicht... Die Zeit bleibt ja beim Schlafen stehen, komischerweise. Na, Moon, hast mir beim Schlafen zugeguckt. Mensch, Mensch, Mensch. Sekunde 14, 41. So, Moon, wo bist du? Moon, Moon. Wo ist sie? Ah, da, okay. Wo habe ich die hinbestellt? Hey. Ich habe im Moment keine weiteren Aufträge. Ja, dann los. Wir hatten jetzt schon länger keinen Besuch mehr von der Yuki. Da muss ich sagen, das wird ein bisschen weird. Danke, Arco. Der Piratenkapitän hat mein Schaf zurückgebracht und sich entschuldigt. Gern geschehen. Goliath tut, als wäre er ein echt harter Kerl, aber tief im Innern ist er gar nicht so übel. Hey Moon, kennst du dich mit Blumen aus? Blumen? Ja, die Art Blumen, die Mädchen mögen. Ich mag keine Blumen. Oh, wow. Ich bin sicher, dass Arco dir helfen kann. Er hat einen sehr schönen Garten auf seinem Planeten. Könntest du mir ein paar gelbe Blumen bringen? Es ist ihre Lieblingsfarbe. Klar, ich hol welche. Wunderbar, Löwenzahn für Umi. Ah, super. Oh, Eichhörnchen, du nervst.
Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht wirklich, aber ich musste halt vorbei. Und die greifen ja leider an, sobald sie mich sehen. Obwohl es ein bisschen unrealistisch ist, weil so ein kleines Eichhörnchen greift in der Regel nicht von selbst so zwei große Leute an. Das ist gegen wieder der Natur. Kleine Tiere sind eher dazu belangt, eher Fluchttiere zu sein. Und von daher hauen sie vor allem ab, was größer ist. Oder was sie zumindest nicht kennen. So, gut. Was ist das für ein Baum da draußen? Ich kenne ihn nicht. Es ist eine Ankora-Pappel. Es gibt nicht viel in dieser Gegend. Nein, diese Spezies schlägt nicht auf jedem Land Wurzeln. Als ich ihn fand, beschloss ich, mein Lager hier aufzuschlagen. Die Früchte sind essbar. Ich habe versucht, neue Bäume anzupflanzen, aber die Samen keimen nicht in dem gefrorenen Boden. Warum nimmst du nicht ein paar Früchte mit und pflanzt sie an einem wärmeren Ort an? Es gibt nicht mehr viele Pappeln auf diesem Planeten und es wäre schade, wenn sie aussterben würden. Alles klar, das machen wir. Da pflanze ich mir zwei oder drei Stück. Ist eigentlich ganz cool, weil die können wir nämlich... Boah, die geben richtig Asche. Guck mal, 20 Lebensmittel, 35 Gesundheit. Boah, da pflanze ich die beiden mindestens drei Stück. Wo wollen wir hin? Hier brauchen wir das da. Hier muss ich eine Pappel, mindestens eine pflanzen. Ich pflanze beide. Sehen aus wie Haselnüsse. Finde ich ganz lustig. Weiß er nie, Wadi. Ich werde die Zutaten holen. Gut gemacht. Mal sehen. Wie ging er nochmal? Studiere die Mengen sorgfältig, Akku. Du wirst viele solcher Tränke machen müssen. Schutztrank. Okay. Angeln ist eine sehr gute Art, einen klaren Kopf zu kriegen. Du wirst zwei verschiedene Arten von Fischen als Tempelgabe holen. Aber zuerst erkläre ich dir, wie man eine Ankerrute herstellt. Alles klar, super. Hier habe ich doch schon. Zwei Fische. Hast du während des langen Wartens meditiert? Ja. Ja, habe ich. Der Eistempel belohnt dich für diese Gabe. Na gut. Oh, Silber. Kennst du menschliche Magier? Ich kenne Locke, einen alten Mann, der in einem Ballonschiff reist. Er besucht oft meinen Planeten. So, Locke. Was ist los? Er schätzt die Angst nicht besonders. Ich glaube, er beneidet uns, wie wir magische Elemente meistern können. Den Menschen bleiben nur Tränke. Aber trotzdem stellt Locke hochwertige Zaubertränke her. Bringen wir eine Probe seines Unsichtbarkeitstranks. Ja, das mache ich. Hab ich den nicht? Nee, habe ich noch nicht. Okay. Gut, dann haben wir wieder was zu tun. Gelbe Blumenpflanze. Aber super. Ich muss ganz ehrlich sagen, es geht sehr, 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 sehr gut vorwärts. Ich gucke mir gleich mal die... Ich müsste mir eigentlich mal die Prozente aufschreiben vor und nach einer Aufnahmesession. Das wäre eigentlich mal eine kleine Maßnahme. Einfach mal, um zu gucken, wie weit ich am Stück so zurechtkomme. Aber auf der anderen Seite braucht man ungefähr, ja, ich würde so schätzen, 15 bis 20 Stunden, um das Spiel durchzuspielen, wenn überhaupt. Ich habe das Spiel durchgespielt, da hatte ich 27 Stunden drin, aber ich habe da schon ein paar Mal neu angefangen und habe da viel gefarmt und hast du nicht gesehen. Kann ich irgendwas kaufen? Ja, die könnte ich kaufen. Nein, das will ich nicht. Die kann ich selbst herstellen. Die kann ich nicht herstellen. Und was kann ich dem denn verkaufen? Alge, Schaf, Fleisch. Davon mal die Hälfte. Silbererz, Golderz, Wurzel, Eisen. Silber habe ich ja eigentlich auch mehr als genug. Nee, habe ich nicht. Ich muss ja noch Dingsbums verkaufen. Ich muss ja noch meinen Dingsbums ausbauen. Gut. Wunderbar. So, lass mich mal ganz kurz zurück. Ah. So, was haben wir gesagt? Ankpappeln. Hier. So, zwei Stücke pflanzt. Wollte ich die nicht hier pflanzen? Das sind nämlich recht schöne Bäume. Die sind nämlich extrem dünn.
Sieht so aus, ob bald werden die Angpappeln auf Dayland wachsen. Oh, super. Ja, zwei Stück reichen. Dann kann ich hier noch den Pilzchen mitnehmen. Die Ankbeere mitnehmen. Ich weiß, ich habe auf meinem ersten Spielstand, den ich ja für euch gelöscht habe, habe ich es anders da gemacht. So, was haben wir denn hier? Braham, die habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Und die Bomben, da ist sie doch. Bomb, Yuki. Lecker. Dieser Guido hat immer so leckere Sachen in der Speisekammer. Was isst du da? Nichts, nur ein paar Bonbons. Ich würde sie ja mit dir teilen, aber sie sind alle. Oh. Aber keine Sorge, ich habe das Rezept. Es ist nicht leicht, aber ich bin sicher, dass du es hinkriegst. Woher hast du es? Bram hält seine Rezepte unter Verschluss. Der Unsichtbarkeitstrank ist sehr nützlich. Oh, Yuki. Na gut, Bonbons, Bonbons. Kann ich jetzt Bonbons machen? Bonbons für die Yuki. Entschuldigung. Mal gucken, vielleicht kann ich die dem Bram so abkaufen. Dann habe ich die Quest auch schnell hinter mir. Kaufen! Nein, kann ich nicht. Ja, im Moment keine Aufträge, sprich beim nächsten Mal. Okay, du willst Fische haben. Ja, komm, ist egal. Na gut. Milch, natürlich. Und wieder füttern, damit das Schaf nicht hungern muss, sonst haut es nämlich ab. Ich habe nur keine Ahnung, wie man Wolle kriegt. Soll es auch geben. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, die Schafe zu kaufen und dann zu verbrennen, aber das macht eigentlich keinen Sinn. So, ich habe hier ordentlich was zu tun. Schmiede, okay. Faden. Kriege ich aber hin. So, jetzt habe ich auch einen Level 3 Angelhaken. Das ist super. Fehlt nur noch eine Level 3 Fackel, Level 2 Stab und eine Level 3 Axt. Wollte ich nicht noch... Gut, 4 Goldbarren, wunderbar. Okay, ich brauche Torte, Kuchen und Marmelade. Kuchen kann ich herstellen. Ich kann nur keine Torte herstellen. Okay, da muss ich nochmal zu Bram. Warte auf mich, Bram! Ich brauche noch eine Torte von dir. Ach, Mist. Das ist ärgerlich. Na gut, kann ich nichts machen. Ich muss jetzt auf den Zauberer Locke warten. So, erst mal eine Runde Auberginen anpflanzen, dass wir auch genug davon haben. Ja, ja, Gefühl von Monster, hast du nicht gesehen. Die greifen jetzt die ganze Zeit an. Ah, die schon wieder. Oh, das ist wieder so ein dicker. Jetzt aber. Oh, komm her. So, wunderbar. Neues Level. Die Hühnchen werden immer dicker und dicker. Das ist gut. Ihr habt deinen Boss eben schon gekillt. Da bist du von mir aus... Da willst du keine Herausforderung für mich sein. Die nehme ich noch mit. Seht mal an meine Hühner ran. Ich glaube, es geht los. So, wunderbar. Dann ist der Planeten auch schon mal fertig. Die wachsen. Oh, super. So, die wachsen. Die nehme ich mal mit. Wunderbar. Das ist schön, das freut mich. So, dann gehe ich mal eine Runde pennen. Brauche ich zwar nicht, aber... Achso, einen Unsichtbarkeitstrank muss ich noch machen. Muss ich nur gucken,
Ich nehme trotzdem mal Intelligenz, komm. Mammon, so einen kleinen Allrounder. Ab in die Mine, okay. Ein Unsichtbarkeitstrank. Wie mache ich den denn? Lachs und Alkohol. Okay, Alkohol ist kein Problem. Das bedeutet, jetzt brauche ich nur noch... Oh, 4 Fische, siehst du, da wird doch bestimmt ein Lachs dabei sein. Siehst du, haben wir das doch schon. Die Frage ist, wie viel? Brauche ich 1 oder 2? Ja, komm, ist egal. Da habe ich 2. Ich glaube, du kannst auch nur Seebarsch und Lachs hier angeln. Nein, kein Glück gehabt. Na gut. Larven habe ich genug. Es regnet, das ist super. Wollen wir mal die gießen. Regenwolke mal überall drüber. Das ist gut. Einfach alles ein bisschen am Gießen. Wunderbar, nehme ich das mit. Und das. Das kann doch nicht sein. Okay, dann muss ich andere Pflanzen gießen. So, die Ankbären nehme ich mal mit. Die Pappeln. Weißt du was, von den Pappeln nehme ich wirklich 4 Stück. Warum eigentlich nicht? Ich meine, die Beeren sind essbar. Die sehen jetzt nicht so schlimm aus und sind auch nicht so sperrig. Da kann man ruhig mal mehr nehmen. Super. Hatschi, meine Nase juckt. Och, Bomb. Die klaut mir, ich spitz mir immer Essen, wenn ich sie nicht aufhalte. Aufhören. Stopp. So, ja, ist ja gut, Yuki. So, hast du mir was zu sagen? Ansonsten ab in die Mine. Ich habe im Moment keine Aufträge. Okay, Achso, ich wollte gucken, dass ich den Unsichtbarkeitstrank herstelle. Man wird hier ständig abgelenkt. Man weiß nie, was man machen soll. Super. Läuft aber gut. So, Labor, Unsichtbarkeitstrank. Wunderbar. Okay, Löwenzahn. Ja, da muss ich die Lilly aufsuchen. Backt das jetzt rum, wenn ich mit der Moon zum Planeten fliege? Ich hoffe nicht, sonst wäre nämlich das Zeug jetzt ein bisschen verschwendet. Okay, du brauchst noch ein bisschen. Hier nehme ich am besten mal die Axt mit. Super. So, Hut. Guck sie dir an, wie neu. Eine super Hacke. Wunderbar, vielen Dank. Müssen wir da noch sagen? Vielleicht hat die eine neue. Ich habe keine Schafwolle mehr und mein Mantel ist noch nicht fertig. Ich habe Schafe auf Dayland. Ich kann dir Wolle besorgen. Wie viel brauchst du? 2 Knäuel sollten genügen. Ich habe es nie geschafft, ich habe es nie geschafft herauszufinden, wie man Schafswolle herkriegt. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich weiß nicht wie. Ob man die Schafe frei rumlaufen lassen muss und dann anfangen muss, diese Dingsbums. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich mache den einfachen Weg, Trick 17. Okay, der verkauft mir keine Schafswolle. Natürlich ein bisschen blöd, wenn ich jetzt von der Hut die 2 Schafswolle abkaufen würde und ja diese dann wiedergeben würde. Geht das überhaupt? Ich bin mir da nicht sicher. Ich bin mir da nicht sicher. Nee, aber von denen.
Okay, Tomaten kann ich hier ruhig mal 10 Stück verkaufen. Warum eigentlich nicht, dass ich wieder ein bisschen Kohle reinkriege. Milch verkaufe ich hier zweimal. Den Eintopf brauche ich nicht. Den Lachs brauche ich nicht. Okay, dann habe ich wieder ein bisschen Kohle gemacht. Jetzt will ich nochmal zum weisen Nidavi gehen. Hoffentlich lernt er uns dann auch bald mal den neuen Zauber. Wahrscheinlich wird das wieder irgend so was Moralisches. Hey, du warst jetzt lange genug hier. Ja, müsstest du das Eiselement schon längst können. Hier ist der Unsichtbarkeitstrank. Vielen Dank für diesen Gefallen, Arko. Ich muss einfach fragen, wofür wollen sie ihn verwenden? Ich werde ihn nicht trinken. Er ist für meine Sammlung an Zaubertränken. Oh, all diese bunten Gläser. Eine tolle Sammlung. Ich habe im Moment keine Aufträge für dich. Nein, es hat mich angegriffen. Schade. Na gut. Dann kann man nichts machen. Es hat mich angegriffen. Es war Notwehr. Gut, ich hätte natürlich auch gehen können, aber die Moon hat da schon drauf geschossen. Und ich will ihr die Schande... Ich will ihr nicht den gesamten Blame alleine geben. Na gut. Keine Aufträge. Hier muss ein Gebet sprechen. Da muss ich Shinta-Team... Oh, du Lümmel. Einfach angreifen. Ich glaube, es geht los. Böse. Ja, Pralinen und Wolle. Ich weiß nicht, wie ich Wolle herkriege. Mit der Axt aufs Schaf hauen? Ich weiß es echt nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Und ich muss wieder... Dingsbums machen. Treibstoff. Tschüss ihr beiden und vertragt euch, ne, dass sie sich ärgern. Weißt du was? Ich mach das mal. Ich probier's mal. Vielleicht klappt das ja. Und zwar lasse ich... Ich schaffe jetzt mal ein extra ein bisschen hier rumeiern. Das bedeutet, ich könnte natürlich den Löwenzahn von der auch kaufen. Wenn das überhaupt geht. Wenn das überhaupt geht. Ja, ich will in die Mine. Das Kristall nachgewachsen. Aber... Na, machen wir mal Feuer. Hier kannst du natürlich theoretisch unendlich Steine abgrasen. Das macht auch nichts, aber solange das Ding voll ist, kannst du hier nicht weiterhauen. Von daher. Geht der Bug? Geht der Bug? Nee, okay. Ich hatte mal einen Bug. Wie gesagt, ich hatte mal einen Bug, da bin ich die ganze Zeit im Dunkeln rumgelaufen. Es war ganz lustig. Aber es war auch nichts Besonderes zu sehen, von daher. Den schiebe ich noch. Dann habe ich auch wieder ein paar Kirschen. Oh, super. Karotten muss ich jetzt wieder ansehen. Davon habe ich so wenig. Mittlerweile wieder. So, ich muss irgendwas für meinen Geldbeutel tun. Obwohl, es geht eigentlich, ne? Sag ich ganz ehrlich. Warum ist meine Stimme so rau? Habe ich gestern so viel aufgenommen? Eigentlich kann das nicht sein. So, mal gucken, was ich von dem kaufen kann. Ich könnte natürlich Silber von dem kaufen. Löwenzahn. So, was brauche ich denn hier? Kerze.
Ich habe im Moment keine Aufträge. Was kann ich dir denn verkaufen? Den kann ich dir verkaufen. Ich habe noch 4 mal Brennstoff. Golderz, Silbererz, giftiger Pilz. Giftige Flüssigkeit. Ja, ist egal. So. Kristall, gib mir deinen Schutz. Pipapo, wir haben das Gebet gesprochen. Das bedeutet, wir werden jetzt keine Monsterangriffe vorerst mehr bekommen. Ich kaufe mir doch den Silberdingsbums. Dann habe ich es so schnell wie möglich hinter mir. So, die Lilly können wir rufen. Das müssen wir noch. Baumwolle und Wolle. Jo. Öl und Alkohol. So, 4 mal Öl, das ist kein Problem. Alkohol, dafür brauchen wir erstmal von denen ein paar Sachen. Oh nein, ich kann nur einmal herstellen, weil ich nicht genau... Oh, ich habe dem meinen Limatsch verkauft. Ist egal. Brennstoff passt schon. So, bam, 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 bam. Bären sammeln, das ist natürlich klar. Das sammeln. Dass die Hühner sich nicht automatisch überfressen. Und hier die Pappel. Nein, nicht schneiden! Ja, da müssen wir aufpassen, wenn wir später die Level 3 Axt haben, dass wir nicht aus Versehen hier die ganzen Sachen abernten. Hier nochmal angeln. So, das passt. Jetzt hole ich mal die Lilly. Das sollte dann passen. Das Gebet hat funktioniert. Deine Monster ruhen. Jetzt wirst du für eine Weile Frieden haben. Kaufen. Hibiskus. Ich habe keine Ahnung. Marmelade brauche ich. B verkaufen. Okay. Wollen wir mal gucken, was ich ihr verkaufen kann. Ja, 60 von denen kann ich ruhig mal weghauen. Dann habe ich auch wieder ein bisschen Kohle. Ja, das passt schon. So, von denen kann ich auch mal die Hälfte weghauen. Bin nämlich arm wie eine Kirchenmaus. Holz. Stimmt, die kauft Holz ab. Gänseblümchen brauche ich nicht, aber ich ball trotzdem mal eine. Blautropfen, Ankbeeren. Okay. Ankmais. Aubergine. Nein. Yo, ich glaube, die bei der kann ich richtig fett Blumen abgrasen. Nein, nicht zerstören. Pflücken, super. Ich glaube, hier muss ich echt aufpassen, weil ich glaube, nach einer Weile werden die... So, jetzt will ich nochmal zu der hin. Was habe ich denn jetzt für Blumen? Davon Blautropfen, Löwenzahn, passt. Weißt du was, wir machen so, ich kaufe mir noch 2 mal Kompost von der, weil es einfach besser ist, und dann mache ich noch mal 2 Vasen. Und dann pflanze ich einfach ein paar Blumen mehr an. Wir haben auch alles freigeschaltet, das ist super. Ah,
Akko, ich habe einen riesigen Käfer gesehen, als ich gelandet bin. Er interessiert mich sehr. Kann ich ihn kaufen? Mein Butag steht nicht zum Verkauf. Ich reise mit ihm von einem Planeten zum anderen. Oh, du hast Besuch, Akko. Ich bin Moon, Erkunderin der Patrouille. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Ich bin Lilly, von den Blumennymphen. Wow, eine Nymphe. Ich habe noch nie eine getroffen. Obwohl eure selbstgemachte Marmelade in der ganzen Galaxie bekannt ist. Ja, sie ist sehr lecker und die Zubereitung ist auch einfach. Akko, hilfst du mir in der Küche? Du wirst sehen, wie lecker sie ist. So, hab ich schon. So, Pflanzen. Ja, einfach mal gucken, was wir hier so kriegen. Hey. Super, das ist die beste Marmelade. Bitte richte deiner Freundin Lilly meinen Dank aus. Okay, ich habe im Moment keine Aufträge. Sprich beim nächsten Besuch nochmal mit mir. Im Moment keine Aufträge. Super. Wunderbar. Davon müssen wir noch was machen. Da sind wir noch dran. Bei den Schafen bin ich mir echt nicht sicher, wie ich das mit der Wolle machen soll. Sag ich ganz ehrlich. So, wir können jetzt in der Küche hier die Marmelade... Ne, im Labor. Wir machen Marmelade im Labor. Warum eigentlich nicht? So, okay. Machen wir zwei davon, weil wir es können. Ansonsten können wir im Labor nichts herstellen. Okay. So, was haben wir denn hier? Haben wir noch... Wie viele Silberbarren haben wir denn jetzt eigentlich? 9. Wir brauchen 10 für den Kristallaltar. Das ging schnell. Wir brauchen 5 Silber. So, wie viel haben wir denn davon? Werkstatt, Silberbarren. Einen brauchen wir noch. Ich brauche kein Metall, davon habe ich mehr als genug, glaube ich, hoffe ich. Muss echt Goliath wieder vorbeikommen, dass er uns den Waggon leer macht. Na gut, machen wir aber beim nächsten Part. Ich bin schon wieder viel zu viel Überlänge. Sorry dafür. Macht's gut, Leute. Ciao.